Vorsicht zerbrechlich. Handle with care. Ah, das ist bestimmt meine neue Vase. Zum Glück stehen die Informationen drauf, weil wenn der Bote das Paket vielleicht in den Flur geschmissen hätte, dann wäre meine Vase jetzt kaputt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch auf uns Menschen so eine Warnung stehen sollte. Es gibt Situationen, in denen wir sehr dünnhäutig oder angespannt sind, extrem unter Druck stehen oder einfach völlig am Ende sind. Dann reicht schon eine falsche Bemerkung, ja manchmal auch nur ein missverstandener Blick, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Habt ihr so etwas auch schon mal erlebt? Da wäre es oft gut gewesen, hätte man ein Schild mit Vorsicht zerbrechlich getragen. Grundsätzlich muss sich keiner dafür entschuldigen, dass es ihm schlecht geht. Ich denke, solche Situationen wird wohl jeder schon erlebt haben oder früher oder später mal erleben. Das Problem ist wohl eher, dass es in unserer Gesellschaft normal geworden ist, dass nach außen Stärke gezeigt werden muss. Sei es in einer Prüfung oder einem Vorstellungsgespräch, es gilt, überzeugend und selbstbewusst rüberzukommen. Deswegen trauen sich die wenigsten, Schwäche zuzugeben. Das Besondere am christlichen Glauben ist, dass Gott ganz anders handelt, als wir das von unserer Gesellschaft gewohnt sind. Gott erwartet von uns nicht irgendeine Leistung und gutes und sicheres Auftreten, um von ihm anerkannt zu werden. Im Gegenteil, er hat von Anfang an gezeigt, dass keine Leistung unsererseits jemals ausreichen würde, um mit ihm in Kontakt zu kommen oder gut vor ihm dazustehen. Die Kluft zwischen Gott und Mensch ist viel zu groß. Aber das Besondere ist, Gott erwartet nichts, er gibt. Und das, was er gegeben hat, war das Größte, was man jemals hätte erwarten können. In der Bibel steht, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, damit wir durch ihn wieder in Kontakt zu Gott treten können. Wenn du Jesus Christus kennenlernst, dann kannst du verstehen, was es bedeutet, wirklich angenommen zu sein. Dann kennst du jemanden, der dich mit all deinen Verletzungen annimmt. Jemanden, der weiß, dass du vielleicht zerbrechlich bist und dir nicht selber helfen kannst. Am besten kennenlernen kannst du ihn, wenn du in der Bibel nachliest, was dort über ihn steht. Dort erfährst du auch, warum es nötig war, dass er auf die Erde gekommen ist. Melde dich gerne bei uns, wenn du keine eigene Bibel hast. Wir schicken dir gerne kostenlos und unverbindlich eine zu. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.